Kaninchen. Seit Jahrhunderten fürchten die Menschen diese rücksichtslosen Killer. Doch in den flauschigen Vierbeinern steckt mehr als nur pure Mordlust. Sie sind auch hervorragende Athleten, wie der neue Trendsport Kaninhop beweist. Pierre M. Krause wagt einen exklusiven Besuch beim Training der Profis. Muss man da besondere Fähigkeit haben, um so ein Kaninchen sozusagen zu besänftigen? Weil es kann ja auch gefährlich werden. Die haben ja sehr gefährliche, scharfe Ohren. Ja, also wenn man sie hier an der Stirn streichelt, dann werden die schon ganz ruhig. Das sind noch wichtige Tipps, weil wer weiß, vielleicht ist man mal in Kanada, wo ja Kaninchen auch in freier Natur rumkommen. Dann hat man sich als Wanderer verlaufen und dann weiß man, was man zu tun ist. Und ich werde sehr oft mit einer Möhre verwechselt. Ja. Das hat nichts mit der Haarfarbe zu tun. Beim Kaninhop geht es darum, einen Parcours möglichst schnell zu durchlaufen. Das weckt bei den Kaninchen angeborene Instinkte. Auch in freier Wildbahn führen sie Kunststücke auf. Dort überwinden sie aber natürlich keine Hürden, sondern brennende Reifen und sogenannte Slacklines. Süß! Ich meine, wirklich hervorragende sportliche Leistung. Uwe, ja. Was sind denn die wichtigsten Voraussetzungen, die man als Kaninchen haben muss, um Kaninhop erfolgreich zu absolvieren? Ja, das Kaninchen sollte ein bisschen sportlich sein und Spaß haben, auch ein bisschen zu springen. Wichtig ist aber auch ein integrer Charakter. Skandalöse Szenen aus der Anfangszeit des Kaninhop, als die deutschen Stars noch orientierungslos und betrunken über den Trainingsplatz hoppelten oder sich Damenbesuch aufs Zimmer bestellten, sind im heutigen Profibusiness undenkbar. Komm, Poker. Nein, war nur ein Scherz. Hat nur ein bisschen in den Nippel reingebissen. Aber das ist okay, das bezahle ich normalerweise. Guck mal, das hier ist kein Schweiß. Ist Kaninchenurin ätzend? Nö. Wenn man auf Turnieren ist, dann hat man halt in der Regel so Ausstellungskäfige. Dann geht's so vorbei und kriegt man so einen Urinstrahl ab. Ja, das ist bei mir, wenn ich durchs Publikum laufe, auch so. Ja. Bei mir in der Show. Aber das liegt am Baden-Baden. Mhm. Trotz dieser brutalen Abwehrtechniken werden Kaninchen schon seit der Antike verehrt. Damals sagte man, schau in die Augen deines Kaninchens und du schaust in deine eigene Seele. Nur wer diesen Blick auch zulässt, kann Kaninhop-Trainer werden. Giotto ist Anfänger und muss jetzt sozusagen lernen. Er ist 3 Monate alt, heißt, er darf jetzt erst anfangen zu springen. Ich glaube, der hat 3-mal Sprünge gesehen. Gleich von Anfang an mit einem Anfängerkaninchen? Du traust mir aber was zu. Komm, Giotto, komm, Giotto. Sehr gut, ja, lass dir Zeit. Nein! Ja, komm! Ich glaube, ich bin gerade auf dem Trip hängen geblieben. Ja, komm! Was hier für Laien zunächst befremdlich wirkt, ist ein gängiger Trick unter Kaninhop-Trainern. Kaninchen reagieren nämlich besonders sensibel auf ultrahohe Tonlagen. Experten sprechen von der sogenannten Klumm-Lage. Ich habe so viele weiße Haare auf meinem Hemd. Es kommt mir so vor, als hätte ich bei immer wieder Sonntag Stage-Diving gemacht. Auch wenn Kaninchen oft aggressiv wirken, im Zweifel ergreifen sie lieber die Flucht. Forscher haben allerdings herausgefunden, dass sie sich dabei ganz bewusst extrem langsam bewegen. Dieses Verhalten irritiert Fressfeinde, aber auch für das menschliche Auge erscheint die Bewegung des Kaninchens fast wie in Zeitlupe. Tatsächlich handelt es sich aber um die normale Abspielgeschwindigkeit. Eine beeindruckende Leistung der kleinen Hoppler, die durch diese nichtsdestotrotz sehr dumme Fluchttaktik leider häufig gefressen werden. Los geht's. Meine Frau und meine Tochter, die kaufen sich immer Kaninchen und dann sage ich, ich hätte ja gerne auch mal eins und dann kriege ich wieder keins. Moment, Entschuldigung, du bist der Presse- und Öffentlichkeitsvorsitzende dieses Kaninchen-Dingens hier und hast kein Kaninchen. Was hättest du denn für gern für eins? Ich schicke dir eins. Ich packe das gut ein in so Luftpolsterfolie, damit nichts drankommt. 3 Tage Delivery, dann ist das bei dir. Mhm, freue ich mich. Super. Klar kriegt Uwe ein Kaninchen. Hat euch das grandiose Video gefallen? Dann so machen. Sonst gibt's morgen nämlich schlechtes Wetter. Tschö.